Herr Jonke, was steht auf Ihrem Messestand im Mittelpunkt? Bei uns im Mittelpunkt steht ganz klar der Kobelco Hydraulikbagger, ein japanisches Qualitätsprodukt. Wir sind der Händler in Österreich für Kobelco Bagger, zusammen mit der Firma Wohlgenannt. Herausstechendes Merkmal ist eigentlich die Produktqualität. Ein rein japanisches Qualitätsprodukt. Alle Bagger werden in Japan gefertigt. Was man am ersten und gleich merkt, ist eigentlich der geringe Treibstoffverbrauch durch die Hydraulik- und Motorkomponenten liegen wir doch bei einigen Geräten wesentlich unter Mitbewerb. Welche Zielgruppe sprechen Sie mit diesem Produkt am ehesten an? Unsere Zielgruppe ist weit gefächert. Unsere Kundschaft, unsere Klientel ist eigentlich vom kleinen, unter Anführungszeichen, Erdbauer, der eine Maschine hat, bis zu großen Firmen, die wir auch als Kunden haben. Ist die Mavif Show für Sie eine Verkaufsveranstaltung oder hat sie eher repräsentativen Charakter? Eigentlich durchaus beides. Es ist eine gute Möglichkeit, viele Kunden auf einmal zu sehen. Vor allem, sage ich mal, für mich, ich bin jetzt nicht im Außendienst tätig. Man hat hier wirklich die Möglichkeit, direkt in Kontakt zu unseren Kunden zu treten. Verkäufe selber, ad hoc kauft jetzt keiner einen Bagger um 200.000 Euro, aber es sind finale Gespräche, die hier geführt werden, oder teilweise auch Erstinteresse kann man hier sehr gut wecken, weil man das gesamte Produktspektrum auf einmal herzeigen kann. Außer Kobelco, welche Produkte haben Sie noch im Vertriebsprogramm? Ja, wir haben jetzt erstmalig auch Findlay-Produkte ausgestellt. Wir sind seit letztem Jahr der offizielle Findlay-Händler in Österreich. Es geht hier um raubmobile Sieb- und Brechanlagen, von der Gewinnung bis zum Recycling, wo wir jetzt erstmalig hier einen Backenbrecher und eine Schwerlast-Siebanlage ausgestellt haben